Ja, Kari. Ja, Kari. Ist dein Freund mal in Gefahr? Sind die beiden immer da? Ja, Kari. Ja, Kari. Ja, Kari. Oh, was ist das, kleiner Donner? Keine Ahnung, mal sehen. Nanu? Vielleicht gehört der Beutel jemandem von unserem Stamm. Mach ihn auf. Dann finden wir bestimmt heraus, wem er gehört. Oh, das ist ja ein schöner Bär. Sieht aus, als ob er tanzt. Wir sollten den Beutel mit ins Dorf nehmen. Vielleicht kennt ja der, der alles weiß, den Besitzer. Feder, Kieselsteine, Bärenkrallen. Es handelt sich um einen Medizinbeutel, aber wem er gehört, weiß ich leider nicht. Es ist der wertvollste Besitz eines Jungs. Auch dir wird später einer gehören. Und was kommt da alles rein? Alles, was dir wichtig ist. Du wirst ihn dein Leben lang behalten. Dann ist der, der ihn verloren hat, nun aber bestimmt sehr unglücklich. Gewiss, ja, Kari. Aber ich werde nichts unversucht lassen, um seinen Besitzer wiederzufinden. Der alles weiß geben sollen. Ich hatte ihn rausgenommen und traute mich nicht, das zu sagen. Er ist so schön. Er ist wirklich hübsch. Aber meinst du nicht, dass ihn jemand vermisst? Ja, du hast recht. Ich darf ihn nicht behalten. Pass gut darauf auf. Und morgen steckst du ihn wieder zurück in den Medizinbeutel. Ja, morgen. Wach auf, mein Kleiner. Ich warte auf dich. Großer Adler? Nein, großer Adler war das nicht. Komm zur Felsspitze. Was? Wer sagt das? Wer ist denn da? Ich bin da. Nun komm hervor. Das ist gut. Du bist mutig. Oh. Wer bist du? Oh. Der Medizinbeutel, den du gefunden hast, gehört mir. Aber da du den kleinen Bären so magst, sollst du ihn für diese Nacht behalten. Aber dann gibst du ihn mir wieder, nicht wahr? Ich verspreche es. Aber wer bist du? In deinen Händen hältst du die Antwort. Ich vertraue auf dich, Akari. Ich vertraue auf dich. Wer bist du? Wie heißt du? Erkennt ihr diesen Medizinbeutel in der Prärie gefunden? Ich muss dringend mit dir reden. Ich fand den Bären so schön und dachte, ich könnte ihn mir nehmen. Aber jetzt möchte ich ihn wieder zurückgeben. Ich kann verstehen, warum diese Figur es dir so angetan hat. Bei allen Geistern. Ja, diese Figur ist von Tanzender Bär. Wer ist das? Ein edler junger Jäger, der vor vielen Monden fortging. Wie du siehst, konnte er hervorragend schnitzen. Dieser Beutel gehört ihm. Ich finde ihn schon. Und er wird sich freuen, den Beutel wiederzubekommen. Dies hier hat er für mich geschnitzt. Das ist eine Festmaske. Er liebte die Tiere und die Natur über alles. Wozu gibst du mir diese Bärenmaske? Sie wird dir auf deiner Suche nach Tanzender Bär helfen. Wo soll ich nur anfangen? Er könnte überall sein. Man müsste die Welt mit seinen Augen sehen können. Das würde uns helfen. Ja, mit seinen Augen. Und, ist das anders?
Ich sehe die Prärie, den Wald, so wie immer. Das ist alles? Mehr siehst du da nicht? Naja, die Berge. Da ist der Adlerpass, die Bärenspitze. Oh, die Bärenspitze! Du bist toll, kleiner Donner. Das ist die Spur, die wir suchen. Also, auf zur Bärenspitze. Die Bärenspitze. Lass uns dort morgen hinaufklettern. Der Ritt war anstrengend. Vielleicht müssen wir den Berg auch gar nicht raufklettern. Wenn tanzender Bär in der Nähe ist, wird er das Feuer sehen und zu uns kommen. Weißt du, Yakari, irgendetwas sagt mir, dass diese Reise schwieriger wird, als wir uns gedacht haben. Da, kleiner Donner. Das bedeutet, wir sind auf der richtigen Spur. Tanzender Bär ist ein Schamane. Auf dem Berg muss es wunderschön sein. Bestimmt ist Tanzender Bär dort oben. Ja, ich finde, man kann seine Gegenwart überall spüren. Wir sollten die Tiere fragen, ob sie etwas wissen. Den kenne ich nicht. Nie gesehen. Tanzender Bär? Nein, ich kenne keinen Flügellosen, der so heißt. Aber wenn du Rat brauchst, besuch Seidenohr in ihrer Höhle. Sie kennt sich nämlich bestens aus auf der Bärenspitze. Seidenohr? Über diese Steine kannst du nicht klettern. Ich werde allein weitergehen. Bitte warte hier auf mich. Hallo? Hallo? Ich heiße Yakari. Wohnt hier vielleicht Seidenohr? Oh! Oh! Niemand hier. Die falsche Höhle? Oh! Oh! Haut ab, ihr blöden Viecher! Verschwindet! Lasst ihn jetzt! Fledermäuse sind keine blöden Viecher. Halt! Wieso? Sieh mal nach unten. Diese Felsspalte schützt uns vor ungebetenen Gästen. Du musst über sie hinwegspringen. Noch ein wenig weiter, kleiner Siux. Du bist gleich bei mir. Wo denn? Du hast mich also gefunden. Ich bin Seidenohr, die Hüterin dieses Ortes. Tanzender Bär hat mir deinen Besuch angekündigt. Er wartet schon dort hinten auf dich. Setz nun deine Bärenmaske auf. Habe keine Angst, kleiner Siux. Ich gebe auf dich acht. Bist du da, tanzender Bär? Warum versteckst du dich? Sei gegrüßt, Yakari. Was für einen schönen Beutel du da hast. Oh, der gehört tanzender Bär. Ich bringe ihn zu ihm. Gib ihn uns, Yakari. Haut doch ab! Da ist niemand. Seidenohr hat mir einen Streich gespielt. Ich bin hier, Yakari. Deine Suche hat ein Ende. Ich bin tief beeindruckt von deinem Mut. Kaum ein anderer wäre so weit gegangen. Hier ist dein Medizinbeutel. Der Bär ist auch drin. Ich weiß. Zeige mir doch einmal die Maske. Hier. In dieser Welt bin ich nur noch ein Schatten, der nichts mehr festhalten kann. Bitte lege den Medizinbeutel und die Maske vor mir auf den Boden. Danke, Yakari.
Durch diese Tat hast du mich befreit. Ja, jetzt weiß ich wieso. Du bist ein Geist. Deshalb spürte kleiner Donner deine Anwesenheit. Du hast uns geleitet. Durch den Verlust des Medizinbeutels war meine Seele in dieser Höhle gefangen. Doch dank dir darf ich endlich in die ewigen Jagdgründe einkehren. In unserem Dorf kann sich niemand an dich erinnern, bis auf der, der alles weiß. Du warst noch nicht auf der Welt, als ich meinen wichtigsten Besitz verlor. Das Schicksal wollte es, dass ich in den Bergen verschollen blieb, bis ich ihn wiederfinden konnte. Danke und lebe wohl, Jakar. Leb wohl, tanzender Bär. Komm, kleiner Sioux, ich zeige dir den Weg hinaus. Ich hätte ihn nicht allein gehen lassen dürfen. Wie soll ich ihm bloß helfen, wenn er jetzt in Gefahr ist? Auf Wiedersehen, Seidenohr. Wenn du nicht hier wärst, hätte ich gedacht, das war ein Traum. Vielleicht. Oft sind Träume Botschaften an die Lebenden aus der Welt der Geister. Hier, tanzender Bär hat etwas für dich dagelassen. Halte die Hand auf. Das ist ja ein Adler. Mein Totemtier. Ist der schön. Danke. Geh nun heim, kleiner Sioux. Kehre zurück zu deinen Leuten. Siehst du ihn, kleiner Donner? Endlich kann tanzender Bär in die ewigen Blue Stingray. Let's put some bubbles on the Red Lobster. Put some bubbles on the octopus. Pink Dolphin. Orca. Tyrannosaurus Rex. Swim around. Green turtle. Blowfish. Bye-bye. Red crab. Octopus. Shark. Some bubbles. Octopus.